Niemand hat sie bei Beate Strieder gesehen. Ich war eben schon weg, als die Gäste kamen. Das habe ich doch schon gesagt. Sie haben meinen Kollegen vor Ort was ganz anderes erzählt. Wieso sollte ich denn lügen? Ja, keine Ahnung. Erzählen Sie es mir. Waren Sie vielleicht im Haus, weil Sie die Strieders beklauen wollten? Wie bitte? Nein. Warum denn dann? Okay, ich sage Ihnen, warum ich da war. Ich arbeite mit der Annika Grote zusammen. Mit der Heilpraktikerin? Ja, genau. Die Annika kenne ich von früher und dann hat sie diese Zusatzqualifikation zum Botoxen gemacht. Aber sie wusste gar nicht, wem sie das Zeug spritzen soll. Sie kennt ja nur solche Ökos. Und ja, sie ist ja wirklich gut. Ja, und ich arbeite am Empfang von so einem Luxus-Fitnessstudio. Ach so, und dann haben Sie ihr die Adressen reicher Frauen besorgt. Schon mal was von Datenschutz gehört? Ich weiß schon, ja. Aber ich habe so eine Art Provision dafür bekommen. Und die reichen Frauen, die konnten gar nicht genug von ihr bekommen. Und weiter? Ja, nichts weiter. Ja, was wollten Sie denn jetzt im Haus? Die Geschichte mit dem Handy kaufe ich Ihnen nicht ab. Ich war nur der Fahrer. Ich war noch nicht mal im Haus. Diese blöde Hippie-Tante hat ja nur ein scheiß Fahrrad. Also das heißt, Frau Grote haben Sie gestern Abend dann auch abgeholt? Ja. Sie war zur Tatzeit noch im Haus? Naja, nein, keine Ahnung. Annika hat mich angerufen und ich hab's aber nicht gehört. Ich hab's erst gesehen, als ich bereits am Haus war. Und da war die Annika aber schon weg und alles war voller Polizei. Hey, Doc. Ah, ihr seid's. Genau richtig. Ich habe was Interessantes für euch. Folgendes. Todeszeitpunkt war gestern zwischen 21 und 22 Uhr. Todesursächlich die Schüsse hier aus nächster Nähe abgefeuert. 1, 2. Doc, du meintest doch, du hast was Interessantes für uns. Und ich weiß jetzt, woher diese Einstichstellen auf ihrer Stirn stammen. Sie hat sich spritzen lassen mit einem Nervengift namens Botox. Woher wisst ihr denn das schon wieder? Tja, Doc, wir sehen halt, wenn an der Frau was echt ist und wann nicht. Mhm. Dann wisst ihr womöglich auch, dass sie vor ihrem Tod Geschlechtsverkehr hatte? Nee. Echt? Ja, wahrscheinlich einvernehmlichen. Außerdem habe ich auf ihrem Körper Spermaspuren gefunden. Tja, die müssen von ihrem Ehemann sein. Naja, oder sie hat einen Liebhaber. Ja, aber wie passt das alles zu dieser Diebstahlsgeschichte? Die Sonne versinkt, der Himmel bepinkt, die Nacht beginnt, dein Leben macht wieder Sinn. Ja, scheint niemand da zu sein. Also mit dem Auto ist er schon mal nicht weggefahren. Ja. Nee, oder? Komm mal her. Herr Strieder? Herr Strieder? Alles okay mit Ihnen? Ja, alles okay. Ich kann nur nicht in dem Haus sein. Ja, das kann ich verstehen. Aber warum sind Sie ja nicht im Hotel eingecheckt oder so? Erst dachte ich, es wäre nicht so schlimm. Ich hatte gestern Abend was getrunken und dann wurde es so spät. Wissen Sie, ich bin einfach völlig fertig. Weswegen wir eigentlich hier sind. Wollen wir nicht vielleicht reingehen? Also, Ihre Frau hatte vor ihrem Tod noch Geschlechtsverkehr. Was? Also, nicht mit Ihnen, ja? Ja. Alles klar, haben Sie vielen Dank. Jo, wieder dann. So, jetzt habe ich mal mit ein paar Damen telefoniert, die in letzter Zeit auch solche Partys veranstaltet haben. Und? Naja, die waren nicht gerade redselig, aber eine war dabei. Die wurde auch bestohlen. Ähnlich wie bei dem Opfer. Botox-Party und dann haben ein paar Sachen gefehlt. Das hat die aber nicht zur Anzeige gebracht, oder? Ah, aus einem guten Grund. Während die Sachen gestohlen wurden, hat sie ihren Mann betrogen. Ui, okay. Es kommt aber noch besser. Die Frau hat weiter ausgesagt, dass die Heilpraktikerin am Ende des Abends eine Überraschung für sie hatte. Die Überraschung hieß Till Masseur. Ist normalerweise tätig als Physiotherapeut in einer Praxis am Ostbahnhof. Und du kannst dir vorstellen, dass es dann nicht bei der Massage geblieben ist. Ja, dann ist ja klar, dass sie das nicht angezeigt hat.
Während sie sich vergnügt hat, hat die Heilpraktikerin wahrscheinlich die ganze Bude leergeräumt. Und sie konnte ja nichts sagen. Sonst wäre ja alles rausgekommen. Hätte jemand das ja mitgekriegt. Ganz genau. Hier, guck mal. Therapiezentrum Unterhaching. Das ist am Ostbahnhof. Geh doch mal auf Mitarbeiter. Dame. Till Bauer. Danke, dass Sie mit reingekommen sind. Kein Problem. Ist vielleicht wirklich besser, wenn ich erstmal versuche, im Hotel unterzukommen. Ja, Sie müssten nur für uns an. Entschuldigung. Aber bleiben Sie für uns erreichbar, ja? Ja, Alex, was gibt's? Michael, so wie es aussieht, hat die Heilpraktikerin was mit dem Diebstahl zu tun. Wir haben die bis jetzt noch nicht erreicht. Aber dafür wissen wir jetzt, mit wem die Gastgeberin wohl Sex hatte. Das ist ein Physiotherapeut. Er heißt Till Bauer. Wir fahren da sofort hin zu dem Typen. Wir halten euch auf dem Laufenden. Bis später. Ciao. Sie wissen, wer bei meiner Frau war, oder? Moment, ich komm mit. Ich muss den Mann wenigstens einmal ins Gesicht sehen. Der hat schließlich meine Frau ermordet. Nein. Wir wissen noch gar nichts. Und Sie fahren bitte ins Hotel, ja? Wir melden uns bei Ihnen. Versprochen. Okay. Einen Moment bitte. Bin gleich bei Ihnen. Riechst du das Vanilleöl? Wie am Tatort. So, Sie können ja noch ein paar Minuten entspannen, ja? Hallo, was kann ich für Sie tun? Wir sind von der Kriminalpolizei. Mein Name ist Nase und mein Kollege Ritter. Sind Sie Herr Bauer? Ja. Sagt Ihnen der Name Beate Strieder etwas? Wieso? Wir glauben, dass Sie vorgestern Nacht bei Ihrem Haus waren. Ist das das Schwein? Nehmen Sie die Waffe runter, aber sofort, Mann! Die Waffe, Ritter. Sofort die Waffe weg! Mann, was soll das denn? Hören Sie doch auf damit! Der ist an allem schuld. Meine Frau könnte noch leben, wenn er nicht mit ihr ins Bett geht. Nein, nein, nein. Ran an die Wand. Ja, ganz ruhig, ganz ruhig. Oh. Ran an die Wand. Oh. Alter, jetzt! Der DNA-Abgleich ist positiv. Das Sperma, das wir am Opfer sichergestellt haben, stammt von Ihnen. Und wir wissen von einem weiteren Fall, bei dem Sie die gleiche Nummer auch abgezogen haben. Und die Frau ist bereit, gegen Sie auszusagen. Ja, es stimmt. Ich habe mit ihr geschlafen. Das war so Ihre Masche, ne? Ja, überhaupt nicht. Ich sollte den Gastgeberinnen nur eine Wohlfühlmassage geben. Aber meistens wollten ja die Damen mehr. Ja, sicher. Woher kennt Sie denn Frau Grote überhaupt? Wir haben uns auf einer Fortbildung kennengelernt. Und naja, dann kam sie irgendwann auf die Idee, dass ich ihre reichen Kundinnen massieren könnte. Ja? Klar. Damit sie in der Zeit die Häuser leer räumen kann. Und anschließend lässt sie sich von Leolie Reinhardt abholen. Richtig? Und die Beute haben sie dann schon geteilt. Ja. Aber beim letzten Mal ging irgendwas schief. Anfangs hatten wir Glück. Also diese Strieder, die hatte mächtig einen Turm gehabt. Und naja, wir hatten eine Menge Spaß. Was denn? Hast du das gehört? Ich hab nichts gehört. Wieso? Was ist denn? Schick, das ist mein Mann. Der wollte halt noch stehen. Der kommt. Stoß drauf. Komm, hau ab. Schnell. Ich wusste natürlich, dass das nicht ihr Mann war, sondern Annika. Also hat Frau Strieder ihre Komplizin auf frischer Tat erwischt? Ja, gesehen habe ich es nicht, aber ich nehme es mal stark an. Ich wollte keinen Stress und bin über den Balkon abgehauen. Was ist denn jetzt schon wieder los? Stehen Sie mal bitte auf. Was ist denn? Sie müssen uns ins Kommissariat begleiten. Sie stehen im dringenden Tatverdacht, Beate Strieder erschossen zu haben. Was? Nein, das war ich nicht. Hören Sie, wir wissen alles. Herr Bauer und Frau Reinhardt haben bereits gestanden. Was haben die gestanden? Dass ich die umgebracht habe? Das war ich nicht. Wir wissen von den Diebstählen. Ja, okay, das gebe ich zu. Aber ich habe niemanden umgebracht. Was ist denn dann passiert? Warte. Ach du Scheiße. Was ist denn hier los? Warte. Er muss das gewesen sein.
Ich sag die Wahrheit. Wirklich. Aber ich habe doch sein Alibi überprüft, das stimmt. Der war beim Treffen von diesem Wohltätigkeitsverein. Und auch die Zeitangabe für den Rückweg zurückpasst. Vielleicht ein Taxi genommen. Was haben Sie denn vor? Ich muss einfach mal weg. Die ganze Situation macht mich völlig fertig. Herr Strieder, Sie haben Ihre Frau umgebracht. Jetzt reicht's aber. Es gibt eine Zeugin, die hat sie gesehen. Sie haben Ihre Frau beim Seitensprung erwischt und sind ausgerastet.